Am Wochenende hatten wir wieder Familienfeier. Die Kinder haben hier übernachtet. Die Betten muss ich erstmal wieder wegräumen. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, wie schön das ist hier oben. Wenn ich jetzt bei so einem Wetter, wo es so 20, 23 Grad sind, so wie heute, einfach die ganzen Dachfenster offen lassen kann und der Wind hier so ganz leicht so ein bisschen reinhaucht, das ist wie, als ob man im Baumhaus wohnt. Und ich finde das super angenehm. Ja, so eine Atmosphäre hier oben zu haben. Und das war auch genau das, was ich mir hier gewünscht habe, als wir beschlossen haben, hier auch das Dach hier alles so offen zu lassen und das nicht abzuhängen und so weiter. Und es ist echt schön, wenn man so die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Ich bin hier gerade bei der Recherchearbeit für die ganzen Anstrichgeschichten drüben im Zimmer. Wir haben dort ja eine Holzdecke, so wie hier auch zu sehen ist. Und die wollen wir gerne ein bisschen aufhellen. Und da gibt es ja verschiedene Methoden. Und bei Lasuren ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ja, das dann so ein bisschen scheckig wird oder man die Pinselstriche noch so ein bisschen sieht. Und da habe ich mir jetzt hier gerade was rausgesucht, was gut funktionieren soll. Da ist auch ein super Video mit dabei. Und zwar ist das Bienenwachsbalsam. Und das gibt es dann so, dass das ist auch so ein Zartweiß, wollte ich jetzt, glaube ich, nehmen. Genau. Sodass es dann halt heller wird, aber eben nicht so deckend weiß wird, weil irgendwie so deckend cremeweiß oder altweiß oder sowas, das wäre dann schon wieder so sehr, ja, keine Ahnung, dafür braucht man sich dann kein Holz reinhängen sozusagen. Aber. Ja, für die Menge, die ich brauche, mal wieder 102 €. Dann für den Fußbodenanstrich, wie habe ich da jetzt bezahlt? 55 €. Und dann bist du dann nur mit den Farben für Decke und Fußboden schon bei 150 € schon wieder. Und dann müssen wir noch die Farbe für die Wand kaufen. Für die Lehmwand habe ich zum Glück noch Lehmfarbe. Aber das sind echt immer so Momente, wo man sich so fragt. Warum kosten diese ganzen Anstriche so viel? Wir haben uns heute hier versammelt, um diese Pröbchen hier mal zu verstreichen. Für unsere Dachschräge habe ich euch ja am Anfang des Videos schon mal erzählt. Das ist dieses Bienenwachsbalsam zum Lasieren der Holzflächen. Und ich konnte mich ja nicht entscheiden zwischen Zartweiß und Altweiß. Und dann dachte ich mir so, dann holen wir erstmal eine Probe und dann kann Uwe und ich das zusammen entscheiden und jetzt probieren wir das einfach mal. Uwe hat schon schlau mitgedacht und noch einen Schraubenzieher mitgebracht zum Aufmachen der Döschen. Ja. Und dann machen wir mal einen Test jetzt. Genau. So, ich muss erstmal einen Bleistift anspitzen. Ja, Uwe und ich sind diese Woche ein bisschen angeschlagen. Ja. Bei Uwe hat es angefangen mit Husten, bei mir hat es weitergemacht. Aber es geht langsam wieder. Jetzt ist das Wetter auch schon wieder so oll. Uwe hat natürlich Profi-Werkzeug immer in der Tasche, ne? Ja, die Spitzen von diesen Dingern brechen immer ab. Ich guck mal, wo der andere kleine ist. Ja. Ja, Uwe hat hier schon mal zwei Bretter rausgesucht. Wir haben jetzt hier mal mit Absicht eins, das schon hier so eine Verfärbung hat. Denn wir haben oben in der Dachschräge auch schon eine Stelle, wo wir das noch ein bisschen ausgleichen müssen. Und dann gucken wir gleich mal, ob das ausreichend abdeckt oder ob das nötig wird, das alles nochmal richtig runterzuschleifen. So, was war das jetzt? Altweiß und Also ich würde jetzt Zartweiß. Z und A schreiben. Okay, dann Oder? machen wir, ja, dann machen wir nämlich mal markieren wir auch bloß bis da und dann so. Ja, man muss ja wissenschaftlich arbeiten hier, ne? Genau. Geht ja nicht, wenn man hier schon Biologielaboranten hat. So, genau, dann nochmal auf. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Jetzt müssen wir es nur auf die richtige. Also gut durchgeschüttelt ist Ja, ich schon. habe es geschüttelt. Ja, ich auch. Du auch. Gut. So, Vielleicht das sollten wir es ist nochmal rühren. Zartweiß und Altweiß. Da. Ganz schön flüssig. Ist Absicht so. Ja. So, du streichst und ich poliere. Genau. Ist das jetzt auch richtig Ja. zugeordnet? Ja, das ist jetzt Altweiß und das ist Okay. Zartweiß. Aber kontrolliere ruhig nochmal. Ja, habe ich. Du musst relativ flott arbeiten, also es ist nichts für Zögerliche. Okay, gut. Oh, es ist aber auf jeden Fall sehr ergiebig. Ich habe jetzt so ein bisschen, Mhm.
überlegt, wie weit wir mit so einer kleinen Dose hier kommen würden. Nein, auf jeden Fall nicht das ganze Zimmer. So, okay. Gut, und dann muss man mit einer trockenen Bürste nachwischen. Ist auf jeden Fall sehr weiß schon. Ja, wie kriegen wir den jetzt sauber? Also die Farbe ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Achso, und man soll auch bloß bis zur Hälfte den Pinsel eintunken, weil sonst zu viel in den Pinsel reinkommt. Na komm schon. Also man sieht auf jeden Fall hier auch schon einen Unterschied. Also das hier hat wirklich so einen ganz leichten... Das ist ein bisschen kleinen, heller, ne? Nee, das ist heller und das hat ein ganz klar ein bisschen dunkler hier. Das Altweiß? Nee, das ist eigentlich Zartweiß, ja. Ja, dann ist das Licht gerade. Also ich bin eigentlich, was Farben angeht, immer ein bisschen Firma, was das angeht. Und ich würde sagen, das hier hat ein bisschen mehr Cremeton und das andere ist eher weißer. Ja, es ist auf jeden Fall heller. Schon beim Aufstrich, ne? Ja. Das andere ist deckender. Oh, die Katze macht schon wieder komische Geräusche hier unterm Tisch. Gut, ich verwische das jetzt. Ja, also ich würde das Altweiß nehmen. Das finde ich sehr klar. Das hier, ne? Ja. Ja, aber jetzt sieht man hier auch gut, ne, die, die Kante, die kriegen wir dann natürlich nicht ganz weg. Also ich weiß nicht, in der Kamera sieht das jetzt ziemlich gleich aus und in echt sieht es auch relativ gleich aus. Aber das hier ist auf jeden Fall zarter. Also der Name ist wirklich Programm. Also ich finde die hier, da müssen wir vielleicht wirklich nur einmal streichen. Ja, wir probieren es mal, dass wir da nochmal beim, mit dem, also wenn, lass uns mal ein bisschen trocknen, so eine halbe Stunde trocknen ungefähr. Ja. Und dann... machen wir hier nochmal die Hälfte und dann sehen wir ja, ob der dieser Schrägstrich hier, den man hier drin hat, ob wir den also machen sehen. Wir hier quasi einmal einen Strich. So. Dann sehen wir ja den Unterschied. Achso, genau. Dann machen wir die quer. Genau, dann machen wir die längs die. Ja, das Gute an diesem Bienenwachsbalsam ist nämlich, dass es halt weiter atmungsaktiv bleibt, das Holz. Und das ist auch wasserlöslich. Da sind jetzt keine giftigen Sachen drin. Und ja. Ja, wir werden dann mal sehen, ob es irgendwie dann noch abfärbt an der Hand. Wenn es dann eingetrocknet ist. Mal gucken, ja, weiß man nicht. Nee, es muss eigentlich dann noch ein bisschen angepoliert werden. Genau. Und dadurch, dass es ja ein Wachs ist, sollte das eigentlich auch nicht färben. Also. Genau. Lass mich überraschen. Okay. Man deckt jetzt erstmal wieder drauf. Caro möchte auch gern mit bei der Partie sein. Wie es aussieht. Carlo, hast du es übrigens gefilmt oder fotografiert zu werden? Und der tut dann immer so, als ob er einen nicht sehen würde. Ja, wir haben gestern noch von ein paar Freunden zwei Nistkästen gekriegt und die werden wir dann mal noch reinbauen und mal gucken, ob die annehmen. Das sind welche aus Blech. Genau, gehen wir gleich mal holen. Genau. Vielleicht bauen wir die jetzt an in der Wartezeit. Ja, können wir machen. Ja. Genau, das ist hier nämlich so ein Hightech-Kasten, wo ich glaube, das hier kommt oben drauf. Dann gibt es hier noch so ein Schutz, können wir gleich mal aufbauen. Damit sie ein bisschen Privatsphäre haben beim Eierlegen. Und dann kullern die Eier dann hier unten in den Kasten rein, damit sie die nicht zerpicken können oder sowas. Ja, naja, werden wir sehen, ob es funktioniert. Ob sie das mögen, ja. Ja, ja. Okay. Also bis jetzt liegen sie ja in so einem kleinen Strohnest immer unten auf dem Boden. Das wäre jetzt auf jeden Fall ein Upgrade dazu. Vor allem können sie dann zu zweit dann sitzen. Ja, schauen wir mal. Müssen wir mal gucken, wo wir die anbringen. Genau. So, wir machen jetzt einfach mal eins mit Vorhang und eins ohne. Genau. Und dann gucken wir, ob sie da reingehen. Gucken wir mal, welches beliebter ist. Also unsere Überlegung ist jetzt eigentlich hier, wir haben ja noch diese Haken von der alten Tür. Das würde jetzt hier zwischenpassen, aber die Wand ist halt ganz schön krumm. Ja, und ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht hier genau ranpassen würde. Ich möchte den Nistkasten auf jeden Fall hier in dem vorderen Bereich haben, damit man nicht durch den ganzen Stall laufen muss, um die Eier einzusammeln. Sieht aber ein bisschen schmal aus. Ja, ich würde sagen. Madame möchte auch gerne jetzt langsam ihr Ei legen. Die saß gerade schon. Da muss jetzt kurz durch. Ja, also 64 cm haben wir. Ja. 65. Ja, meine Gutste, du darfst gleich ins ganz neue Etablissement. Es sind genau 65. Könnte höchstens sein, dass die Schraube dann ein bisschen noch im Weg ist. Ach so. Das müssen wir dann mal gucken. Ja. Aber nee, das passt ja auch noch, weil die Klappe ist ja, die Klappe aber geht, zum Glück können wir ja auch, geht ja nach hier auf. Die Schraube gehört doch zu dem hier, ne? Ja, ja. Zum Glück können wir es auf die andere Seite packen, oder? Ja, können wir auch machen. Ja. Nee, aber hier ist ja dann die Tür. Mir geht es ja um die Tür, dass die Tür auf und zu geht. Okay. Aber das könnte passen. Gut, aber da müssen wir die Decke jetzt wieder abmachen, weil ich komme sonst nicht hinten ran zum Schrauben. Ach so, doch, können wir einhängen. Ja, die sind zum Einhängen. Da muss ich mal ausmessen, wie... Müssen wir halt mal gucken, ne? Weil die Abstände sind ja ein bisschen größer, genau. Knirsch. Oder wir müssen noch eine Latte dazwischen machen. So.
sind. Achso, naja, aber dann hängt es unten, müssten wir zwei ranmachen. Ja. Eine oben, eine unten. Aber ich könnte sogar passen. Das ist. Nee, ich meine in die Balken rein. Nicht auf die Balken drauf eine Latte, sondern in die Balken rein, dazwischen. Dann sind die unteren Kanten ja trotzdem an. Achso, die. Wir müssen den hier auf jeden Fall einhängen. Schon, ne? Ja, sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen. Ja, dann machen wir einmal ein Brett noch einmal so rüber, einmal unten und dann kann das ja dran sitzen und hier kommen dann vier. Ja, aber unten sitzt doch sowieso an dem Balken an. Ja, aber dann hängt der ja schief, wenn wir da ein Brett dran machen. Uwe hört mir wieder nicht zu. Ich zeig dir mal, was ich meine. Ich meine so, dann ist das hier alles so. Du willst hier zwischen noch eins haben? Ja. Also ich meine, wir können auch draufschrauben, aber ich glaube, so muss man dann halt bloß ein Brett reinmachen. Ja. Ja? Ja. Muss ich mal gucken, wir haben, glaube ich, noch so eine Dachlatte in der Größe. Mhm. So, ich schnapp mir in der Weile mal einen Lappen und mache das schon mal ein bisschen sauber. Und dann können wir mal probieren, ob sie es mögen. So, Uwe bastelt jetzt hier noch ein paar Winkel ran und baut es ein. Genau. Und ich gehe in der Zeit mal noch ein paar Tomaten ernten, denn es ringelt gerade wieder so viel und ich möchte nicht, dass die alle aufplatzen. Ich finde das übrigens immer wieder erstaunlich, wie die Rosen dann immer noch mal einen Nachschub machen im Herbst, bevor es quasi in die kalte Jahreszeit geht. Ich sehe aber gerade, dass die Bohnen sich jetzt hier auch schon drin eingerankt haben. Das muss ich mal noch reparieren sozusagen. Aber schaut mal, wie schön es dann noch ist, wenn man noch mal so eine späte Blüte hat. Hier vorne, die blüht auch noch mal sehr schön. Durch den Regen fällt natürlich immer eine Menge runter, aber das ist so eine richtige Märchenblüte hier. Die riecht zwar nicht sonderlich schön, aber die sieht echt toll aus. Und die ist jetzt im zweiten Standjahr. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Frühling. Also nicht im Frühling, sondern entweder im Herbst davor oder im Frühjahr gepflanzt. Auf jeden Fall blüht sie jetzt das zweite Jahr. Und die wird jetzt schon richtig schön buschig. Und im dritten Jahr ist eigentlich immer so das Jahr, wo die dann so ihr volles Potenzial anfangen zu erreichen. Und ich bin mal gespannt, weil das ist ja hier die äußerste Rose vom ganzen Grundstück. Und hier möchte ich eigentlich gerne auch noch ein bisschen mehr machen in die Blumenrichtung. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Hier müssen wir ja erstmal alles hier wieder bereinigen. Da schauen wir mal, was dann im Winter hier noch so an strukturellen Sachen passiert. Ja, hier hinten an die Tomaten komme ich jetzt natürlich ein bisschen schwierig ran, weil sich der Kürbis hier durchgepirscht hat. Und ihr seht, da sind tatsächlich auch schon Kürbisse, die anfangen orange zu werden. Oder zumindest gelb. Die sind zwar nicht sonderlich groß, das sind Hokkaido. Aber es wird langsam. Der sieht doch schon ganz gut aus. Der da auch. Ich meine, wir sind ja jetzt sowieso noch zu zweit. Da ist es sowieso doof mit so großen Kürbissen. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, ob ich hier an diese ganzen Snacktomaten, die da drin sind, ihr seht es ja, noch rankomme. Hier oben, das habe ich übrigens schon mal alles runtergeschnitten. Das ist schon wieder alles nachgewachsen. Also. Diese Snacktomate ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, die brauchen höheren Platz. Was dieses Jahr auch das erste Mal bei uns im Garten sind, ist diese Feuerbohnen hier. Die macht ja diese lilanen Bohnen. Die trockne ich jetzt gerade immer. Ja, die sind ja jetzt noch nicht ganz abgetrocknet, aber ich sammle immer die trockenen Schoten schon immer fleißig ab. Und ja, mal sehen, was wir dann damit machen. Vielleicht habt ihr ja irgendein Rezept, was ihr gerne damit macht, mit Feuerbohnen. Ich hätte jetzt so Chili con Carne mäßig gedacht, ob das vielleicht geht. Aber ja, schauen wir mal. So, ich habe hier vorne gleich mal die Chance genutzt, ein bisschen zu fegen. Also irgendwas ist heute mit den Hühnern. Die sind heute so aufgeregt. Was ist los mit euch? Hm, Mädels? Ihr könnt rausgehen. Naja, jedenfalls hat Uwe jetzt hier schon mal diese Leiste angebracht. Und da kommt jetzt das Nest dran. Jetzt halt doch mal den Schnabel, Mensch. So, wir haben uns auch überlegt, dass wir jetzt langsam mal Namen verteilen können. Ich
werde noch mal in die Kommentare des Videos, wo es um Namen ging, mal gucken. Und werde dann für die 5 Hühner hier und den einen Hahn, 4 Hühner und einen Hahn, sehr gesprächig heute, werde ich mal schauen, was da Schönes mit dabei war. Aber ich glaube, Madame hier braucht einen gesprächigen Namen. Der passt es gar nicht, dass wir hier rumlaufen. Ich habe das jetzt mal eine Weile beobachtet. Unser Hahn ist ein sehr fürsorglicher Hahn. Der sagt den Hennen immer, wo sie was zu essen finden. Aber eben gerade, schade, jetzt ist es schon weggehopst. Aber er hat sich jetzt gerade hier in die Ecke reingesetzt und hat den Hennen zeigen wollen, wo sie ja eventuell auch noch ihr Ei hinlegen können. Genau. Der macht dann immer so ein ganz bestimmtes Gluckergeräusch, um die Hennen sozusagen dazu zu bewegen, hinzugehen. Das ist heute wirklich unglaublich laut. Aber ich finde das so niedlich. Das zeigt halt auch wieder... Das ist das Geräusch. Jetzt zeigt das. Ich zeige euch das mal. Mit diesem Geräusch lockt er mal die Hennen an. Und dann setzt er sich dann auch manchmal mit daneben, um zu zeigen, hey, hier könnt ihr das machen. Das ist so niedlich. Und auch ein Zeichen dafür, dass er seine Arbeit gut macht als Hahn. So, aber ich denke mal, die werden sich erst hinsetzen, wenn wir hier fertig sind und raus sind. Und jetzt passt, sagst du? Hoffe ich. Wir werden sehen. Ich zeige euch mal noch kurz den Inhalt unseres Gewächshauses. Also, das alles hier ist eine Tomatenpflanze. Da sind auch noch einige oben dran. Aber es sind auch vor allem noch sehr viele Rote drin. Die hat sich einfach komplett hier selber drin ausgesät. Die habe ich auch einfach wachsen lassen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nächstes Jahr einfach eine hier und eine da und dann können die hier alles zuwuchern und dann ist gut, wenn die so schön wachsen. Bist du doch alles alleine? Das ist die einzige Seite, wo ich was machen kann. Sind die Schraubenköpfe vielleicht zu groß? Nee, die müssen in das Loch rein. Ja, ich weiß schon. Also die Schraube ist zu weit drüben. So einen halben Zentimeter. Das würde auch erklären, warum wir es jetzt nicht rankriegen. Ja, ja, gut, okay. Okay, also nochmal ab. So. Gut. Der hier kann auch wieder ein Stückchen raus. Ja, wird auch gerade. Gut. Ja, gut. Da ist ja auch keine Wand hinter. Warte mal, ein bisschen Weg hier. Stopp, hältst du kurz? Ja. Ja, hier hängt es nicht drin. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass wir das reinmachen. Das hängt, wenn es auf der Seite drin hängt, hier hängt es drin, hier hängt es drin. Ja. Das reicht. Also mir war nur wichtig, dass hier zwischen das eine drin ist. Aber die hängt hier auch richtig im Loch? Ja. Ne? Gut, okay, dann passt es. So, wir machen jetzt mal die zweite Schicht. Und dann räumen wir den Stall wieder ein. Und dann können wir in einer halben Stunde nochmal drüber polieren. Genau. So, was sagen wir jetzt? Wir machen jetzt nur eine Hälfte. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, wirklich nur ganz wenig. Ja, ja, mach nur ganz. Also sehr ergiebig so ein kleines Düschen da. Genau, machst du einfach zwei Striche. So gefällt es mir eigentlich besser. So. Das hält doch noch, also es dunkelt schon noch ein bisschen nach, ne? Zwischen den beiden Schichten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte mal einfach zwei Pinsel holen sollen. Ja, ja. Naja. Ist die Pappe endlich mal wieder ein bisschen, ne? Meinst du, sie wird jetzt wieder hübscher? Genau. Ja, doch, ich glaube, das mit den zwei Schichten gefällt mir besser. Ja, es ist wirklich nur ein Hauch, ne? Bei denen. Also, wenn man wirklich nur ein bisschen UV-Schutz haben möchte und ein bisschen Schutz. Pinsel. Ja, ja. So mit dem. Nicht vergessen.
Und das glättet das wirklich sehr schön, finde ich. Macht das ein bisschen homogener. Hier sieht man jetzt auch nur den Unterschied zwischen den beiden Farben, obwohl es ja beides weiß ist. Es ist halt hier wirklich mehr wie so ein Schleier und das ist schon eher wie eine Farbe, finde ich. Mhm. Mir gefällt das aber besser mit zwei Schichten. Ja, es ist ein sehr subtiler Unterschied. Das Altweiß. Mhm. Man sieht hier auch noch ein bisschen den Strich, aber es geht. Aber jetzt müssen wir das erstmal trocknen lassen, ne? Bei den anderen. Na, aber oben im Zimmer haben wir ja auch Schattenwurf und alles. Da müssen wir mal gucken, wie es dann wirklich aussieht. Ja, wir haben halt da ein Viereck, wo ein A4-Blatt dran geklebt war an der Wand. Genau. Das war aber glaube ich, ein bisschen schleifen. Wir gucken dann mal, wenn es jetzt gut getrocknet ist, poliert ist, dann gucken wir mal oben im Zimmer, wie das aussieht an unterschiedlichen Stellen. Und dann können wir uns ja immer noch entscheiden. Ja, genau. Gut, na dann geht's weiter mit dem Hühnerstall. So, da haben wir jetzt gerade das Eierlegegeräusch. Jetzt ist die Frage, ist Madame schon fertig? Madame möchte doch lieber da liegen. Du kannst dich auch in das neue Nistkästchen reinsetzen, Kleines. So, wir haben hier ja noch ein Bäumchen. Das haben wir noch nicht eingepflanzt gehabt. Ich würde sagen, zur Zeit. Wir haben uns jetzt auf einen Platz geeinigt. Ich werde den aber kurz noch mal tränken hier. Und wenn man sieht, das ist ein bisschen leicht. Der kommt jetzt erstmal kurz ins Wasser. Und hier vorne haben wir uns entschieden, zu den anderen Obstbäumen den zu packen. Also das hier mit der Pappe und allem war eine sehr gute Idee. Der Boden ist sowas von schön locker hier jetzt. Oh, schön. Muss mal gucken, wie tief du kommst. Ja, und die Steine. Ja, natürlich sind da Steine drunter von dem. Pack einfach zur Seite. So, am besten ein bisschen größer auch. Der Topf ist ja wirklich sehr klein, damit wir noch Kompost reinmachen können. Dann haben wir nämlich da hinten ja die zwei Sauerkirschbäume. Dann hier die zwei Apfelbäume. Dann haben wir hier so einen Zierapfel noch und dann wäre hier in der Mitte noch dieser kleine Kirschbaum. Und dann gucken wir mal, wie gut er sich hier macht. Aber er hat hier auf jeden Fall eine sehr gute Position. Hier hinten geht, da geht immer die Sonne auf und dann müssen wir dann hier so rüber. Und hier auf der Stelle ist eigentlich immer sehr viel Sonne. Hast du eine Schatztruhe gefunden? Ja. Ja, Uwe ist jetzt auf Granit gestoßen. Es gab ja einen Grund, warum wir die Apfelbäume so weit drüben gepflanzt haben und nicht hier. Denn hier standen ja mal so Stallungen. Ich hatte eigentlich gehofft. Da ist echt das alte Fundament noch drunter. Also nicht Fundament, das ist wahrscheinlich der Fußboden von dem alten Stall. Das sieht so aus. Genau, Ziegel, Ziegel, Ziegel. Kein Schatz. Kein Schatz. Okay, ich wusste nicht, dass das flächendeckend ist. Ja, dachte ich auch nicht. Aber gut, auf den alten Reichsplänen da noch von 1930, die es im Netz noch gibt, da sind ja hier hinten eine riesengroße Stallung drauf. Ja. Komplett. Ja. Und dann gut, also nicht hier. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob wir den dann lieber sozusagen in der Flucht hier, wenn hier die zwei Apfelbäume sind, dass wir den jetzt sozusagen die Tonne zur Seite machen und den hier einpflanzen. Was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist, dass das ja hier dann alles so sehr in den Weg reinwachsen könnte. Den müsste man dann dahingehend erziehen, dass er dann eher wie ein Hochstamm wächst und nicht so. Oder? Was sagst du? Oder ja, doch im Vorgarten? Müssen wir mal gucken, wo wir hier jetzt dann reinkommen. Also naja, hier in dem Bereich war eigentlich kein Problem mehr. Ich glaube, das fing wirklich da vorne irgendwo an, so. Boah, hier wird es ein bisschen eng mit durchgehen, ne? Wenn wir das hier hinmachen. Ja. Der wird ja doch ein bisschen größer. Ja, ich will halt jetzt auch nicht, dass es zu nah am Apfelbaum dran ist. Oder wie gesagt, oder ich buddel dort die Steine aus. Ja, aber was ist, wenn da drunter noch mehr Zeug ist? Na, dann sehe ich es. Also hier an diesem kleinen Strauch-Efeu, da wimmeln gerade die Bienen. Echt Wahnsinn, die stürzen sich hier gerade so auf die letzten Blüten. Da bin ich auch mal gespannt, ob der hier noch ein bisschen in die Höhe wächst. Denn irgendwie macht der hier immer nur nach unten. Vielleicht muss ich den noch ein bisschen hochbinden.
Aber ich wollte sowieso dieses Jahr noch ein paar Stecklinge machen von allen möglichen Büschen, die wir haben. Denn so langsam kommen ja die ganzen Sträucher, die ich ganz am Anfang mal gekauft habe, kommen jetzt so langsam in die Pötte und werden so groß, dass man da halt auch mal was abschneiden kann. Ich habe ja noch eine Stechpalme und die Kornelkirsche und einen Spindelbaum. Wobei ich glaube, der Spindelstrauch, der braucht noch ein bisschen, bevor ich da was abschnipple. Und dann hatte ich mir für diesen Bereich hier um die Voliere rum noch gedacht, da noch Lavendelstecklinge zu machen. Lavendel soll ja auch durch den Geruch so ein bisschen die Schädlinge fernhalten von den Hühnern. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Und ich habe nämlich vorne einen weißen Lavendel und auch einen lilanen. Das heißt, man könnte das dann so ein bisschen mischen. Ich habe schon überlegt, ob man wie so einen Farbverlauf nach hinten macht. Ob es vielleicht auch rosanen Lavendel gibt. Müsste ich mal recherchieren. Und dann könnte man quasi vorne mit weiß anfangen und dann nach hinten hin dann Richtung rosa und dann lila gehen. Dann müsste ich noch einen kaufen. Aber ja, das war so eine Idee, das jetzt noch im Herbst zu machen, denn jetzt ist noch die richtige Zeit dafür. Denn die Hühner sind hier zwar immer fleißig dabei, hier drin rumzubuddeln, aber ihr seht, wie schnell das schon wieder zuwächst, trotz Hackschnitzel. Ich glaube, hier muss noch mal ein bisschen Hackschnitzel drauf. Aber der Herr Gundermann ist ja schon wieder am Durchwachsen. Und der Klee, der darf das. Das ist okay. Ich habe jetzt hier ja noch ein paar Steine hingelegt, damit die Hühner den Himbeerstrauch nicht ausbuddeln. Nächstes Jahr werde ich die Ruten aber auf jeden Fall dann hier hochbinden. Dann denke mal, wird er auch ein bisschen schneller wachsen. Den habe ich ja dieses Jahr erst eingepflanzt. Ja, und ich würde sagen, das könnte hier eine richtig schöne Blumenkante werden. Vielleicht kommen noch ein paar Sonnenblumen mit dazu. Da müssen wir mal schauen, was die nächstes Jahr die Schnecken sagen. Und? Da drunter ist super Lehmboden. Lehmboden. Also ganz normaler. Okay. Krass. Aber sind das jetzt Ziegel? Ja, das sind Ziegel. Das ist ein Fußboden. Das war wirklich ein Fußboden. Na geil. Okay. Das sind dann quasi die OG-Ziegel. Von naja, vor 170 so die, Jahren. Ja, so wie die Stallungen hier überall gemacht wurden. Ja, also wenn man sich anguckt, wie die geformt sind, das sind auf jeden Fall noch alte, handgezogene. Na Mensch, damit können wir uns doch unseren Bau finanzieren. Historische Ziegel. Genau. So. Okay. An der Seite sind noch zwei. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, es ist anstrengend, aber ich glaube, es wäre ganz gut. Weil die Wurzel geht ja dann auch unter den, darunter weiter. Ja. Krass, krass. Aber wieder was gelernt über unser Grundstück. Ja. So, das heißt, wir machen jetzt hier einmal die ganze Schicht ab und machen die ganzen Ziegel raus, oder? Ja, genau, die wollen wir alle verkaufen. Krass, das ist echt. Aber da sieht man mal, wie lange sich das hält, wenn die einfach am Boden drin bleiben. Ja. Ne? Naja, die kriegen ja auf der Tiefe kriegen sie auch noch keinen Frost. Also das ist ja. So, haben wir noch ein bisschen Kompost hier vorne. Du hast schon von vorne noch Sand geholt, damit wir es ein bisschen durchlässiger machen können. Wenn die Hühner aber traurig sein, dass du ihnen ihr Kompost wegnimmst. Schönes großes Mausen noch. Hier hatten wir tatsächlich. Hier hatten wir noch eine Kartoffelpflanze und da haben die Hühner uns tatsächlich noch drei Kartoffeln ausgebuddelt. Auch witzig. So, jetzt geht's los. Dann bin ich mal gespannt, ob die Kirsche das hier schafft. Ja, ganz schön. Mal ein bisschen ab. Und das Logesteinsmäkel möchte ich auch noch mit reinmachen. Ja, da bist du schon fast fertig hier. Ich habe jetzt hier noch einen Eimer mit ein bisschen Urgesteinsmehl und Hornspäne. Weil wir werden dann nämlich auch Hackschnitzel noch so ein bisschen drauf machen und schon ein bisschen verrottete Hackschnitzel und die sind ja sehr kohlenstoffhaltig und als Gegenpart kommt jetzt sozusagen über die Hornspäne noch ein bisschen Stickstoff dazu und dann sollte sich das eigentlich ganz gut ausbalancieren und ja, mehr können wir dann nicht. Ich glaube, das ist dann der am besten eingepflanzte Baum oder Pflanze allgemein, die wir hier jemals in den Boden reingemacht haben, also hoffe ich mal, dass der auch schön wächst, denn die Kirschen waren echt lecker und das ist ja quasi wie so ein kleines Erbstück hier von dem Grundstück. Okay, ein historischer Moment. Macht man das ein bisschen auf unten die Wurzeln? Ja. Das ist die Mittelwurzel nicht kaputt geht. Das ist keine Mittelwurzel.
So, wir haben das jetzt mal grob kurz poliert mit dem Lappen hier. Und man sieht von vorne nicht wirklich großen Unterschied. Aber ihr seht von der Seite, das ist jetzt nicht poliert, das hier ist poliert. Man sieht schon sehr Unterschied. Und man merkt auch hier, sorry, ich habe jetzt gerade da hier die Finger vom Buddeln, aber hier ist es glatt und hier ist es halt immer noch so ein bisschen rau. Also macht schon Unterschied. Naja, so. Morgen soll wieder ein bisschen die Sonne scheinen, das heißt morgen gucken wir, wie es oben aussieht. Genau. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass diese Schräge hier immer noch ziemlich sichtbar ist. Wobei es ist hier trotzdem sehr viel weniger sichtbar als hier. Aber ich denke mal, oben unser A4-Blatt müssen wir schleifen. Ja, ich glaube auch. Genau, wir haben ja schon erwähnt, dass wir hier so einen Fleck dran haben, wo nämlich ein A4-Blatt dran geklebt war. Da müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht, wenn es gestrichen ist oder ob wir das wirklich vorher doch nochmal anschleifen. Aber es sah schon mal schlimmer aus. Es ist wieder ein bisschen nachgedunkelt. Mhm. Ich bin ja gerade mit diesen Brettern hochgelaufen. Das ist faszinierend, wie das in jedem Licht hier anders aussieht plötzlich. Aber da ist halt jetzt so die Frage. Boah, ist schon krass hell eigentlich dann, ne? Ja, ja. Aber ich finde das schon. Also mit dem, also das würde mit dem hier schon so sehr gut passen. Also so wie du es auch meintest, ne? Mit dem Altweiß, mit dem. Ja, ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich nicht doch lieber das. Doch nur einfach. Naja, das ist ja im Prinzip einmal gestrichen, wenn wir merken, es ist uns doch zu dunkel, dass wir dann doch noch einmal gehen. Sag mal, ist hier sieht man die zweite Lage fast gar nicht. Ja, man sieht da eigentlich fast gar nichts. Ach, das ist wirklich noch rau. Ist die zweite Lage, genau. Das sieht ja fast so aus wie das hier. Ich muss sagen. Also das Zartweiß und das Altweiß einfach gestrichen und Zartweiß zweimal gestrichen sieht fast gleich aus. Mhm. So. Genau. Ich finde eigentlich hier, das hier sieht am gleichmäßigsten und schönsten aus. Ja, naja, dann machen wir das. Das ist ja bloß einmal angestrichen. Einmal Altweiß. Genau. Und ja. Ja, doch, das passt aber sehr gut. Also. Ich meine, wir müssen ja auch noch mit bedenken, die sind ja schon dunkler als das hier, ne? Genau. Das Doofe ist ja, ich muss ja entscheiden, kaufe ich jetzt einen größeren Container für zweimal Anstrich oder einen kleineren? Hm. Weil das macht dann schon einen Unterschied von 50 Euro, ne? Hm. Aber andererseits denke ich mir, wenn wir das unten auch machen, dann haben wir halt einfach noch was übrig. Ja. Ne? Ja. Okay, also wir nehmen Altweiß. Ja. Ich finde schon, ja, das ist halt mehr Creme, das Zartweiß, genau. Ne? Also das Altweiß gefällt mir auch besser. Ja? Ja, ja. Okay, also bleiben wir bei der Entscheidung und dann kaufe ich für zweimal Anstrich und dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Alles klar. Na gut, jetzt ist noch die große Entscheidung. Ich habe hier den Fußboden einmal auf und wieder zurück gemacht und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob wir dieses Feld hier auch. Ja. Das ist ja vielleicht. Problem ist, da ist ja die ganze Dämmung reingequetscht. Das heißt, wir müssen die ganze Dämmung wieder fixieren und. Hoffen, dass uns das nicht alles runterkommt. Ja. So. Ich meine, natürlich wird es runterkommen, wenn wir die Blätter wegmachen. Genau. Ja, es gibt hier so. Eigentlich also, man sieht es von der Schräge aus nicht, aber wenn man halt so, wenn wir liegen ja dann hier im Bett sozusagen und dann gucken wir die ganze Zeit auf diese Ritzen. Ich glaube, ja, das wäre vielleicht wirklich. Also, ich glaube, mindestens bis hier müssen wir es wegmachen. Ja, ja. Hier unten ist nicht so dolle. Ich glaube aber. Ja, das geht dann aber auch. So eine Leisten zu fixieren von der Dämmung haben wir ja noch. Das sind halt wieder so Sachen, wo man sich im Nachhinein dann ärgert, warum man es nicht. Weil wenn wir jetzt hier oben den Anschluss zumachen, dann ist es halt zu spät. Da kommt man nicht mehr ran. Also. Naja. Wir sind aktuell ja dabei, einige große Projekte noch vorzubereiten. Daher gab es diese Woche mal ein kleines Alltagsvideo, könnte man ja glatt dazu sagen. Weil wir haben euch jetzt einfach mal mitgenommen, so wie es bei uns regulär eigentlich so immer in der Woche aussieht. Und was wir halt so machen, wenn wir keine großen Bauprojekte machen. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, nicht vergessen. Ja, und abonniert gerne diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.